Executive access detected. Express lift opened. Ich würde mal sagen, Ted Farrow hat mal so richtig Scheiße gebaut und in seinen Schuhen zu stecken, es ist nicht cool. Stell dir vor, du bist der Auslöser dafür, dass die ganze Welt zugrunde geht und alle sterben. Jeder einzelne Mensch auf dem Planeten. Und du hast es verkackt. Na Prost, Mahlzeit. Ich meine, er hat doch zu ihr gesagt, na, er tut alles, was sie vorschlägt, und jetzt wollte er sich gerade so ein bisschen wieder rauswinden, der Penner. Oh, eine Energiezelle. Ah, jetzt ich, warte. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Diese Energiezellen brauche ich für den Anzug. Ich habe ja diesen Anzug am Anfang gefunden, in den Ruinen. Und diesen Anzug kriegst du halt, wenn du diese Energiezellen sammelst. Boing. Express lift open. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Silence, that's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. Gut, jetzt haben wir auch die Namensthematik geklärt, dass es der Silence ist. Ich verstehe, wenn du so klug bist, du verstehst nicht. Verstehe. Alright, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The old one's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Der Pör ist ziemlich direkt, ne? Ich hab Fragen. Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. Okay, deine Absichten, meinen Fokus nutzen, Elizabeth Sobek am Leben. Wer ist Hades? Pharaoh-Roboter. You said you've known for some time that Pharaoh war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots.
like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of. Now, that's enough talking. Be on your way. Oh, no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Jetzt hat sie ihm eine Retourkutsche gegeben. Deine Absichten. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Wer ist Thales? Mein Fokus nutzen? Fragezeichen. You've been using my focus to spy on me. How is that possible? Every focus emits a signal, a voice that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Ja, ja, überbrückt halt irgendwie schon hier die Fokusse, aber sie hat halt einfach in der Brutstätte gelernt, wie das geht mit dem Überbrücken von halt Maschinen und braucht einfach nur den Stab ranhalten. Also er hat es wahrscheinlich irgendwie anders gelernt als sie. Sie ist drüber gestolpert. Is there any chance that Elizabeth Sobeck could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals, mostly. An ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Er redet gerne davon, dass man Zeit verschwendet. Wer ist Hades? So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Fragen über Fragen. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asuram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the Eastern Mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. So,
So, das hätten wir jetzt mal abgeschlossen. Fertigkeitspunkte und wir haben Erfahrungspunkte gesammelt. So. Das nehme ich aber ziemliche Abkürzungen. Begib dich zum Grabhort. Oh, warte mal, was? Wieso? Hä, wieso? Was? So sind da schon wieder Gegner. Ich muss aber nicht zu denen, oder? Ich kann die auch umgehen. Ich muss mich nicht mit denen anlegen, richtig? Richtig. So. Da ist der Grabhort. Muss also eh irgendwie dahin. Und ich würde jetzt mal gucken, dass ich vielleicht. So, das habe ich ja eh schon gemacht, oder? Das ist ein Haken. Das heißt, das habe ich schon erobert. Das habe ich schon erobert. Glaube ich jedenfalls. Irgendwie. So, 34. Da muss ich auch noch hin. Den würde ich jetzt auch gerne holen. Abbrechen. Da. Da. So. Jetzt hole ich mir auf jeden Fall noch den Langhals. Muss nur aufpassen. 34. In die korrumpierte Zone. Da muss ich lang. Wenn die schon 34 ist, dann kann es nämlich sein, dass die andere Zone da rum natürlich auch höher levelige Gegner hat. Oh, dich muss ich irgendwie kriegen. War schon aus dem Grund. Aufhören muss ich die ganze Zeit mit der Aloy hier alleine nur rumzurennen. Es ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich würde mal sagen, die haben mich ganz schön aus dem Sattel geboxt gerade. Gut. Also, weil es schön war, gleich nochmal. Nur wäre es cool, ohne zu sterben. So, warte mal. Ah, das waren diese blöden Läufer, die vorhin schon mir so, also nicht vorhin, aber die mir beim letzten Mal schon so Probleme gemacht haben, als ich hier rein wollte. Da sind die auch die ganze Zeit um mich umgekreist. So. Da ist das Feuer. Ja, komm ruhig her. Also, das hätten wir schon mal. Kann ich dich reparieren? What? Ich wollte mir nur bloß ein Reittier holen. Also, was ich wollte, war ein Reittier. Er wollte es auch gar nicht. Aber nein.
square apart. So, mal ganz kurz hier versuchen, nicht zu sterben. Da muss ich lang. Schaffe ich das überhaupt? Lassen. Na komm. So, ganz kurz mal. Das habe ich jetzt. Ich muss wieder zurück. Ich muss zurück. Lass doch mal mein Reittier in Ruhe. Gönn mir auch gar nichts hier. Oh, bitte reite schneller. Einfach schon aus dem Grund, dass ich jetzt nicht wieder runtergekickt werde. Ich muss jetzt auf die Straße. Die zu dem Tornik führt. Wo ist denn die? Hier runter. Okay. Da ist er. Warte mal. Jetzt wird's böse. Oh shit. Ja, das war jetzt zu viel. Das war jetzt definitiv zu viel. Oh Gott. Fünf Wächter gefühlt, dann noch die mit den Kanonen oben drauf. Dann kommt mir noch so eine Art Bulle und rammt mich um. Bin ich ja schon wieder hier. Oh, Alter. Das zieht einen aber auch wirklich wieder ganz schön zurück, wenn man da aufgeht. Okay, weil es so schön war. Bitte nochmal dahin. So, nochmal direkt durch das Gebiet, wo diese Viecher sind. Boah, ey Leute, hast du irgendwie gerade zu viel Zeit, oder? Reitet hier, als würde es keinen Morgen geben. Völlig entspannt so. Ja, ja, alles gut, alles chillig, alles nice. Au. Kannst du bitte ein bisschen schneller reiten?